üppige, großzügige Bepflanzung am Keuteich. Bei vielen Keuteichen fehlt die Bepflanzung. Diese Teiche werden steril gehalten. Aber es muss jeder selber wissen, wie er seinen Keuteich anlegt. Mit oder ohne Pflanzen. Das ist reine Geschmackssache. Dass eine üppige Bepflanzung möglich ist, können Sie in diesem Video sehen. Das meiste sind Wasserpflanzen oder Uferzonepflanzen wie zum Beispiel Schilf. Ab und an kann man probieren, auch Pflanzen zu integrieren, Pflanzen, die eigentlich nicht im Wasser stehen. Diese Pflanzen bringen mehr Farbe an den Teich. Wasserpflanzen verblühen in der Regel binnen weniger Tage. Schauen Sie sich an, wie wir den Teich gepflanzt haben. Teilweise improvisiert, aber dennoch schön. Mit Pflanztaschen kann man auch Pflanzen an den Teich bringen, wenn keine Uferzone vorhanden ist. Mit oder ohne Pflanzen. Das muss jeder für sich entscheiden. Wir wollten mit diesem Video etwas helfen, sich einen Eindruck von einem Keuteich mit Pflanzen zu machen. Wasserpflanzen vermehren sich sehr schnell. Man kann ganz einfach selber Ableger machen und diese in einen Topf in das Wasser stellen. So kann man auch mit kleinem Budget über 2 bis 3 Jahre seinen Teich zuwachsen lassen. Wem das Video gefällt, Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen.